Willkommen zu Part 7 der Champions League mit FC Bayern München. Und ihr seht genau richtig. Unser Achtelfinalgegner ist AC Mailand. Der jetzt aktuell ja ganz groß gegen den FC Barcelona agiert. Und sie gut in Schacht hält. Und falls, oder wahrscheinlich, wenn ihr hier die Folge seht, den Part seht, ist das Spiel, das Rückspiel dann auch schon gelaufen. Und dann wissen wir, wer besser ist, Barcelona oder AC Mailand. Hier die Standardaufstellung. Ich habe nichts verändert an der ganz ersten Aufstellung. Und hier ist Nocerino, Abbiati, Montolivo, weiß ich nicht, Abate und Harry, Nexus, Pazzini, irgendwer, Pato und Robinho. Ja, fast. Zwei haben mir gefehlt. Ich glaube Zapata ist das. Heißt der. Ja, Zapata. Und das andere ist messbar. Hier ist die Aufstellung von AC Mailand. Hier ist ihr Topstürmer Pato. Hier ist die Aufstellung von Bayern München. Topstürmer. Nicht Gomez, sondern Groß. Der macht die Dinger rein wie ein richtiger Torjäger. Und jetzt beginnt das Achtelfinale der Champions League bei PES 2013 zwischen dem FC Bayern München und AC Mailand. Verlangen das Intro. Das Spiel hat schon lange begonnen. Sache. Professionell. Jetzt Robben. Auf Gomez. Das war ein starker Ball. Aber Gomez muss zurückspielen. Auf Alaba, Alaba, zieh nach innen. Und da klärt Montari. Schweinsteiger. Langer Pass auf Lahm. Sehr. Ballverlust. Teuer. Genau das meine ich. Boateng. Boah, neuer, starke Glanzparade. Boah, Alaba auf Gomez. Der ist gut, der Ball. Boah, Ribéry wollte da Robben finden. Wollte es nicht alleine versuchen. Kommt aber auch nicht durch, der komische Ball da. Ja, da steht Gomez im Abseits. Schade. Hätte eine gute Chance werden können. Aber jetzt läuft es schon besser als im letzten Part. Gegen Olympiakos. Wo wir unsere zweite Niederlage einstecken. Oh, oh, und wieder abseits. Das war aber dort schon knapper. Nee, 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 nee. Boateng. Robben. Robben. Der ist gut. Und kein Abseits. Ribéry, keine Chance gegen Abate. Ribéry versucht es aus der Distanz. Alaba. Er bekommt den Ball nicht gegen Abate. Robinho.
gegen die Abwehr von Bayern. Kann man so sagen. Aber schön gemacht von der Abwehr von Bayern. Jetzt muss was da getan werden. Und es wird was getan. Auf Alaba. Der ist schnell. Alaba ist schnell. Boah, da steht jemand im Abseits. Und es ist Toni Kroos. Denke ich. Naja, Xavi Martinez. Boateng stark gemacht. Jetzt Robben. Robben gegen Gomez. Gegen Gomez. Robben auf Gomez, der ist gut. Der ist gut und Gomez wird da aufgehalten von Mespa. Und Alexandra Pato. Und Neuer, Glanztat. Montari schießt. Und die Abwehr. Und Tor, Montari. 1:0 für den AC Milan. Montari. Schöner Treffer, komm. Okay, war ein Abstauber, aber okay. Ribéry. Keine Chance gegen Opinion. Ah, da tritt Schweinsteiger ihm auf die Füße. So nach dem Motto, hier bleibst du. Stark gemacht von Xavi Martinez, jetzt Ribéry. Gomez wollte da direkt abziehen. Toni Kroos bei der Ecke. Gomez. Gomez. Das ist ein Foul gegen Gomez. Warum? Was ist da passiert? Ja, okay, er tritt Nocerino, aber ob das jetzt ein Foul war. Boateng. Dieser Kopfball kommt nicht an von Boateng. Aber Boateng kämpft, versucht ihn wieder zu holen. Oh, Gomez. Robben und Gomez heute. Ups. Da schubst Ribéry aber. Passt die ganz und gar nicht, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Ah, da war gerade schnell ein Spiel, da musste ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Boateng, den hast du aber. Ja, ganz sicher. Und Batschuberfei gurkelt's wieder. Und der Schuss. Und neuer Held. Und der muss raus. 1:0 zur Halbzeit. Spannende erste Hälfte, muss man sagen. Chancen auf beiden Seiten. Toni Kroos. Ribéry. Toni Kroos versucht es einfach mal. Auch wenn es nur aus dem Stand war. War ein schöner Schuss. Robinho ganz stark. Pato vergibt ihn. Den hätte er eigentlich machen können.
naja, zum Bord hängen. Lahm. Was für ein Hund, der Robinho. Ah, okay, der Pass war schlecht. Einrahmen. Einrahmen. Wow, Batschuber holt sich jetzt die gelbe Karte ab, denke ich mal. Oder nicht. Und Livo mit dem Schuss. Und Neuer wäre da gewesen, denke ich mal. Hoffe ich. War okay. Der Schuss. Jetzt Batschuber auf Alaba. Ribéry kriegt ihr nicht. Mann, die ganzen Fehlpässe dürfen nicht passieren. Jetzt. Jetzt muss es schnell gehen. Gomez. Auf dem Weg zum Tor und... Er macht ihn nicht. Stark gehalten von Abiati. Robben beim... bei der Ecke. Gomez. Ah, der geht drüber. Ich wechsle jetzt mal aus. Ich tue jetzt Robben gegen Shaqiri und Gomez gegen Mandzukic. Denke ich mal, sollte das reichen. Gomez, starker Pass von Schweinsteiger. Der kommt leider nicht durch. Starker Pass, Toni Kroos. Ah, Gomez kriegt ihn nicht. Und da steht Bartstuber. Ganz sicher. Ganz stark von der Abwehr von AC Mailand hier. Ribéry. Schweinsteiger. Ah, Ribéry. Boah, stark gemacht von Robinho. Immer diese Fehlpässe. Dürfen nicht passieren. Und Pazzini vergibt seine Chance. Ah, das könnte den Unterschied ausmachen. Jetzt die neuen Eingewechselten. Alaba, Schweinsteiger. Kroos, Mandzukic. Ah, kriegt den nicht richtig unter Kontrolle. Mandzukic. Kriegt den nicht. Robinho, ein ganz starker Spieler heute. Da fault Alaba. Lahm. Ich wechsle jetzt mal. Schon mal Toni Kroos. Na komm. Nee. Ich kann Ribéry nicht raus tun. Ich kann auch Toni Kroos nicht raus tun. Komm, Ribéry geht raus gegen Müller. Philipp Lahm.
Und jetzt Mandzukic. Langer Ball auf Mandzukic. Und den hat er, den hat er, den hat er. Boah, schlecht vergeben. Schlecht vergeben von Mandzukic. Jetzt ist Müller im Spiel. Müller. Starker Pass von Mandzukic. Müller. Starker Pass, Müller. Mandzukic weicht aus. Schweinsteiger weiß nicht wohin. Alaba. Müller, Schweinsteiger. Toni Kroos. Mandzukic. Und der ist drin. Mandzukic mit dem Ausgleich. 1:1. Schön herausgespielt von den Bayern. Und da ist das Tor. Sehr schön. Da der schöne Zuspiel. Das schöne zu spielen und Mandzukic sauber verwandelt. Und jetzt wieder als Mailander mal. Mandzukic. Ach, gar nicht. Martinez. Jetzt Mandzukic. Der ist gut. Mandzukic. Mandzukic auf Alaba. Der kommt durch und das ist kein Foul. Und da war der Fast-Zusammenspiel. Das Fast-Zusammenspiel. Schweinsteiger und der ist gut gewesen. Und Shaqiri. Schweinsteiger. Zapata rettet da. Und Nexus. Teng. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Und da ist das 1:1. Gerade noch so gerettet. Hat ich aber Glück. Das ist ein schönes Tor von Mandzukic. Ja, ganz klar. Ich hatte am Ende mehr Ballbesitz. Deswegen ist Ballbesitz so hochgegangen. Und Schweinsteiger, ja, groß, okay. Mandzukic, okay. Boateng war gut. Naja, war gut. Ja, kann man nicht meckern. So, das sind außerdem die anderen Spiele. Finde ich sehr geil gemacht. Ja, Olympiakos gegen Valencia, 0:2, erstes Spiel. Dann Real Madrid gegen Galatasaray, 2:0. Ist auch in Ordnung. Juventus gegen Malaga, 1:0, ist auch klar. Ajax gegen Fenerbahce. Okay. Motherwell FC gegen Feyenoord. Okay. Benfica gegen Paris. Ja, ist auch okay. Und Manchester United gegen Petersburg. 0:3. Okay. Und mit diesen Bildern sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Von Let's Play PES 2013 UEFA Champions League mit dem FC Bayern München.